Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Silent Hill 3. So, jetzt wird ein wenig gerätselt. Dafür brauche ich meine Fluppe. Ja, ihr könnt mich jetzt sehen. Ich spiele heute mal im Hellen. Jetzt glaube ich auch, ja, ist auch egal. Weil, während ich da jetzt ein bisschen am Rumrätseln ist es vielleicht ein bisschen für euch ein bisschen zu langweilig, wenn ihr jetzt nur die Schrift da seht. Ne? So. Dann wollen wir mal schauen. Ich habe extra Stift und Papier bereitgelegt, um mir aufzuschreiben, was da so geht. Okay, wir haben hier. Die erste ist größer als die zweite. Alles klar. Die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. Okay. Die dritte ist kleiner als die vierte. Moment. Die erste ist größer als die zweite. Okay. Doppelt so groß wie die dritte. Die dritte ist kleiner als die vierte. Okay. Die vierte ist halb so groß wie die erste. Okay, Moment. Wir haben jetzt, die erste ist größer als die zweite. Gut. Die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. Die dritte ist kleiner als die vierte. Okay. Und die vierte ist halb so groß wie die erste. Fehlerzahlen werden nicht wiederholt. Drei sind nicht in der obersten Reihe, zwei sind nicht in der rechten Reihe. Okay, Fehlerzahlen werden wiederholt, werden nicht wiederholt, so. Drei sind nicht in einer Reihe, in der obersten Reihe, so. Zwei sind nicht in der rechten Reihe, nicht recht. Und eine Zahl, eine der Zahlen ist der Schlüssel. Wie mir auch das immer weiterhelfen soll, so. Dann werde ich mal zum Pad Gain, zum Keypad. Und dann schauen wir mal. So, das Ding geht nur bis 9. Der Hintergrundsong, der wirkt so nachdenklich, wisst ihr? Scheiße. Moment. Wenn ich den... 8. Vierte ist dann die letzte. 8 ist die erste, 4 ist die letzte. Weil das würde mich von den restlichen Zahlen her einen Sinn ergeben. Die erste ist größer, die letzte ist doppelt so groß. Dann haben wir noch... ist der erste. Da bleibe ich dran fest. Nehmen wir die 6. 3. Doch, muss die 4 sein. Oh! Yeah! So wird das gemacht. So, ich mache die Cam dann auch mal wieder aus und wir folgen dann weiterhin den Geschehen on screen. Mann! Leute! Der Hammer! Ich bin ja doch nicht so blöd, wie ich immer gedacht habe. Oh ne, eine Leichenhalle, ja, sehr schön. Schönes Ding. Wenn ihr übrigens mal Lust habt, dass ich das weiterhin so mache, also quasi die Cam nebenbei laufen lasse, dass ihr meinen Gesichtsausdruck, mein Gesicht und allgemein halt sieht, sagt mir ruhig Bescheid, ich fände das bestimmt ganz lustig, vor allem bei einem Horrorgame oder sonst was, und da könnte man allgemein Eindrücke sehen. Was ist das? Die Anfangszeit ist der Schlüssel. Alles klar. Whatever. Hier ist eine Krankengeschichte, ob sie für diesen Toten ist. Herkunft, unbekannt. Name, Alter, unbekannt. Kein eingelieferter Patient. Wurde in schlechter... geistiger Verfassung auf dem Krankenhausgelände gefunden und nach Ermessen des Chefs vorübergehend in Zimmer M4 untergebracht. Starb gegen Ende dieser Nacht durch hohen Blutverlust aufgrund durchtrennter Halsschlagader. Er griff sein Küchenmesser mit rechter Hand, wahrscheinlich Ursache der Halswunde. Ach, wahrscheinlich Ursache. Ja, gut, ist egal. Möglicher Suizid, Schnittwinkel ist jedoch verdächtig.
zur weiteren Untersuchung in Behandlungsraum 2. Stock geschickt. Weder Beweis erhalten noch Bestätigung der Ereignisse durch den im selben Zimmer untergebrachten Patienten. Polizei wurde nicht benachrichtigt. Für zukünftigen Bedarf verbleiben Bett und Effekten des des Patienten intakt. Zimmer M4. Okay, so haben wir jetzt zumindest einen Anhaltspunkt, wo wir hin sollen. Zimmer M4, aber da ich gerade eigentlich irgendwie so geil bin, alle Räume zu untersuchen, zu kontrollieren, werden wir früher oder später eh nach M4 ankommen. Überall auf dem Boden liegen Papiere verstreut. Ja. Scheint das nicht ganz so wichtig zu sein. Dann laufen wir. M1 ist zu. Schön. Hi, Baby. M2 ist zu. Was hat mich erwischt? Was um alles in der Welt? Nein, die Alte hat eine Knarre in der Hand. Nein. Oh, ja, sehr schön. Jetzt benutzen wir das Ding gleich zweimal, warum auch immer. Scheiße, wieso hat die eine Knarre in der Hand gehabt? Ey, wenn du so spielst, ne? Baby, dann spiele ich so auch mit. Na, ja, kommt auf, wie viel Munition ich von Dings hab. Oh, nur 9 Schrotpatronen, ja. Ich wollte eigentlich zur Pistole wechseln. Ja, und jetzt leckt das auch schon wieder. Schön. Das hätte ich mich sogar ein bisschen erschrocken. Was willst du? Willst du weghauen? Ja, werde ich. Weil der nervt. So, das Kissen ist fleckig und klebrig vom Blut. Ist das von dem tätowierten Typ? Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Oh. So, ich hoffe, es hört jetzt auf zu lecken. Nicht ganz. Na komm, krieg dich ein. Hätte ich das vielleicht nicht machen sollen? Warum leckt das? Na, hast du wieder eingekriegt? Ja? Nein? Oh, warum nicht? Oh. Ja, Moment, dann speichere ich eben kurz hier und mache dann nochmal neu. So, ich hoffe, dass es jetzt einfach mal nicht leckt. Was ist das und warum ist das so? Ich verstehe es nicht. Ich habe noch genug Platz auf Platte und... Oh, ätzend. Nächster Versuch. Ja. Gut. Nicht perfekt, aber besser. Aktenkoffer ist verschlossen. Schön. Oh. Verdammt nochmal. Okay, du Uhr. Du stehst auf 2 und 3. Der Wecker ist schon aus, das ist mir egal. Ich merke mir jetzt die Zahlen. 2 und 3. Gibt es hier noch mehr Zahlen? Irgendwas? Komm schon. Naja gut, dann werde ich wohl nach den weiteren Zahlen suchen müssen. Und es leckt schon wieder. Oh, ich glaube das nicht. Oh, ja. Oh, lecker. Ja. Ist mir egal jetzt. Solange es effektiv ist und ihr von weg bleibt. Hör auf. Da zappeln noch andere. Und jetzt du. Na. Wirst du wohl jetzt? Mann. Nervi. So. Na. Nur wegen dem Erste-Hilfe-Kasten habe ich da jetzt so viel Kacke gemacht? Oder ist hier noch mehr? Ja, anscheinend ja nicht. Ist ja lustig. Warum leckt das so? Oh Mann. Tür ist zu. Gut. Oder eher schlecht. So, dann will ich nochmal ins Zimmer. Nicht in das Zimmer. Sondern in Zimmer M4. Und da ganz dreisterweise den Part auch beenden. Ja, der Part ist jetzt ein wenig kürzer als die anderen. Weil mit dem blöden Lag will ich nicht spielen und ich glaube, euch nervt das bestimmt auch, wenn es die ganze Zeit am Laggen ist und ihr mir zugucken müsst. Ja, ist halt Mist, ihr seid ja nicht gezwungen, mir zuzugucken, aber ich finde es halt toll. Ich finde es halt toll, wenn ihr mir zuguckt. So. Ja. Gut, wie dem auch sei, ich beende den Part hier erstmal
Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und sagt mir ruhig Bescheid, was ihr von meiner Cam-Idee haltet, dass ich halt einfach in Zukunft, also ich meinen Kopf einfach da irgendwo einfüge, wenn ihr denn Lust drauf habt. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, gut, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und ich hoffe dann diesmal mit weniger Lags. Also bis dahin, euer Sparrix. Toodaloo.